Ja, also von uns wird der Annenpost-Blog präsentiert. Der ist jetzt Anfang dieses Semesters vom Studiengang Journalismus und PR zusammen mit Thomas Wolkinger ins Leben gerufen worden. Und der ist einfach noch relativ jung und wir werden einfach versuchen, den ein bisschen zu promoten und dieses Projekt einfach vorzustellen. Ich erwarte mir auf jeden Fall eine interessante Diskussion, einen kulturellen Austausch zwischen allen Beteiligten, was ja eigentlich relativ viele sind. Und der Rest liegt ganz in der Entwicklung des Abends. Ich glaube, das Annenviertel in einem Satz beschreiben ist gar nicht möglich, was gar nicht blöd ist, weil sonst hätten wir keinen Weblog, sondern ein Flugblatt. Ja, das Annenviertel in einem Satz, das ist schwierig. Also das Annenviertel ist wahrscheinlich der interessanteste, vielseitigste und dadurch journalistisch mehr bodenreichste Bezirk von ganz Graz. Ja, es ist einfach ein irrsinnig interessantes Mischmasch aus allen möglichen kulturellen, sozialen Geschichten.